So, da sind auf einmal ein kleines Event da mit einem neuen Skin und neue Aufgaben. Wir probieren jetzt mal direkt, zerstöre Gebäude mit Schrottrissen. Dasselbe habe ich gerade schon mal probiert, aber nicht einen einzigen Schrottriss gefunden. So, dazu gehen wir auf jeden Fall mal in Gruppenkeile rein. Weil ich denke mal, da ist es eigentlich am einfachsten, man hat seine Ruhe. So, dann wollte ich mich natürlich bedanken für die 154 Abonnenten. Es geht halt langsam immer schneller nach oben. Ihr wisst ja, die nächste Zahl kommt dann bei 160 Abonnenten. Heißt noch 6 Abonnenten, dann kommt schon die dritte Zahl wieder hinzu. Und wenn du noch nicht weißt, wie das genau abläuft mit dem Gewinnspiel oder beziehungsweise mit dem Paysafecode unten, einfach in der Videobeschreibung gucken. Da habe ich ein Video extra gemacht, wo ich einmal erkläre, wer ich bin. Und natürlich noch, wie das mit dem Code genau funktioniert. Und falls du neu auf dem Kanal bist und ich dir aber schon öfters helfen konnte, wäre es schön, wenn du mir ein Abo dalässt. An die anderen Chaoten von mir gerne liken, kommentieren. Ihr wisst ja, wie es geht. So, jetzt versuchen wir hier erstmal wieder Risse zu finden. Eben das ging überhaupt nicht. Ich habe nicht einen Riss gefunden. Ich bin Lucky gelandet, habe da alles durchgesucht, nicht einer. Fatal Fields gerade so ein bisschen gelootet, auch nichts. Gefühlt 20 Kisten aufgemacht. So, ich gehe auch direkt wieder runter zu Lucky Landing. Einfach so schnell wie möglich unten sein. Zone ist da erstmal egal. Da kommen wir sowieso runter, von daher auch Blue Life, alles egal. Hauptsache erstmal einen Riss finden. Weil das ist anscheinend, ist das immer so bei mir, wenn ich eine Aufnahme mache, finde ich auf einmal nichts. Ich brauche aber einen Ries. Ja, 3 Millionen Pumps. So, guck mal, ob hier was ist im Verkaufsraum. Natürlich nicht. Dann würde ich sagen, gehen wir so rum. Ja, ist alles schön und gut. Bringt mich aber jetzt nicht gerade weiter. So, Riss, Riss, Riss. Bitte gib mir mal endlich einen Riss, ey. Das kann doch nicht sein, ey. Hier schon mal nix. Ja, Lagerfeuer. Wo ich die Aufnahme hatte mit dem Lagerfeuer, beziehungsweise aus den Fallenslots, komischerweise kein nix gefunden. Hier sieht es nämlich gerade auch wieder so aus, als würde ich hier nicht wirklich was finden. Nix, nix. Eieieiei. Ach, da haben wir doch mal endlich mal was. So, schmeißen das Ding jetzt einfach mal dahin, ob es funktioniert. Ah, gut. Ach, das war's schon. Ach, das ist ja cool. Warte, gerade mal ein sicheres Ziel finden. Gut, also wenn ihr einen Riss gefunden habt, reicht das anscheinend safe. Wie ihr gesehen habt, eine ganz easy Geschichte. So, jetzt kann ich mir doch mal ein bisschen Blue Life reinziehen, weil dann kann ich nämlich jetzt eigentlich schon wieder durchziehen. So, jetzt kann ich eigentlich schon mal gucken, haben wir einen Riss auf dem Weg? Ja, Tilted. Eigentlich einmal Selbstmord machen, ab nach Tilted, da 7 Kills machen. Beziehungsweise die Aufgabe wenigstens schon mal anfangen. Machen wir das so, so. Ah, da schon auch ein Verkaufsautomat. Also hier steht nämlich auch oft einer, wenn ihr die Aufgaben noch machen müsst von heute. So, zack.
erstmal so hochbauen, wie es geht, wie wir Metz haben. Und ab nach Tilted, würde ich sagen. Schon mal die nächste Aufgabe ein bisschen anfangen. Ihr habt ja gesehen, ihr braucht dann im Prinzip nur zwei Risse finden und schon habt das eigentlich geschafft. Ich dachte eigentlich, da würde dann jedes Mal, dass du quasi 10 Risse benutzen musst, aber es wird anscheinend anders gezählt. So, auf den Baum komme ich, ach, auf den Berg komme ich nicht mehr. Wird halt schon gern nach Tilted noch. Aber die Gegner sind anscheinend auch nicht da wirklich hingeflogen. Ist aber auch nichts. Ja, Loot Lake wäre noch eine Möglichkeit. Ist ja auch eine Risszone. Bam, 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 bam. Aber ansonsten machen wir es halt dann in dem Video, wo ich halt auch erkläre, wie das geht mit den Risszonen. Alles easy. Und mit der Teamaufgabe, wir haben es dann doch im Gruppenkeile gemacht. Falls du dich fragst, wie ich die dann gemacht habe. Also im Gruppenkeile war es echt am einfachsten. Einfach alles ein bisschen angehittet. Und dann hat es auch schon easy funktioniert. Tiltet ist natürlich das Problem. Na, ich denke mal, dass alle zum Loot Lake gehen werden. So, wir sind schon mal in der Überzahl. Einmal finde ich 1000 Verkaufsautomaten. Na, keine Skat drin. Schämt euch. Ach ne, die ist ja gar nicht mehr golden. Steht immer noch 0-0 zwischen Dortmund und Leverkusen, weil ich eigentlich in aller Ruhe gucken wollte. So, schauen wir mal. Na gut, die Risszone. Ja, da könnte es eigentlich noch zählen. Alle auf Krampf noch da. Ach ja. Keiner, der hier landen will. Na komm, irgendeiner will wohl noch hier landen. Das Schlimme ist, hier muss ich kurz durch die Zone, weil sonst komme ich nicht rum. Ich denke mal, dass alle Loot Lake gehen. Mann! So. Probieren wir auch mal unser Glück da. Er hat das Schutzschild aufgebaut. Ja, ich krieg hier direkt den Hit des Todes, ey. Ach, Dortmund führt 1-0.
Alpaca. Ach komm, hör doch auf mich. Nein, hör doch auf. Du Dulli. Zack, da war der erste Kill. Läuft bei mir. Aber so ist es natürlich am einfachsten. Och, warum lande ich denn hier, ey? Keiner. Nö. Oh, ja. Diese Lecks, sobald der Gegner vor mir steht, habe ich ein Leck. Sobald der anfängt, quasi die Verbindung herzustellen, ah, da ist was passiert. Batsch, Leck des Todes. Nein, die lasse ich mal da in Ruhe. Ich will nämlich schön noch ein paar Kills versammeln. Alle, ja doch, alle könnte ich da machen, aber ich mache dafür natürlich für euch extra was. So, wo gammelt hier einer rum? Hilfskill oder so. Ist auch keiner, der ganz an den Rand geht. Ja, hier landet gerade gar keiner mehr. So machst du aber keine Gebäude kaputt. Also so sollte es sich nicht machen. Zack, haben wir wenigstens den einen Kill noch gekriegt. Die Runde auch schon fast rum. Aber es ist gut, allerdings schon mal eine Aufgabe fertig und die nächste ist schon so gut wie fertig. Mache hier überall die Hits und Gegner kassieren ab. Beziehungsweise Mitspieler. Na toll. Ist er in die Falle gerannt.
Ach, wo sind die denn jetzt alle? Ich leben dann noch 8. Da oben. Leck mich am Arsch. Echt den Fallschaden gefressen? So. Ich meine, er hat ja alles richtig gemacht soweit. Ich einfach nicht treffe. Wie die verzieht, habt ihr das jetzt gesehen? Ding, 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 immer schön drumherum. Oh Mann. Ah gut, meine 10 Kills habe ich wieder. Hallo. Wie ein Weltmeister, gestorben wie ein Profi. So, irgendwie. Nein, noch 7 Kills und die anderen dürfen gar nichts mehr machen. Nein! Bitte! Bitte, bitte, bitte! 2 Kills von uns! Scheiße. Ja, hätte ich ihn weggeholt, hätte es vielleicht gepasst. Aber wie gesagt, ich hoffe, ich konnte euch helfen. Einfach die Dinger in ein Gebäude reinhauen und schon habt ihr die Aufgabe geschafft. In dem Sinne würde ich sagen, haut rein und Abo nicht vergessen.